Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das i-Tüpfelchen dieser Renovierung hier, denn Wohnzimmer und Küche sind schon so gut wie fertig. Jetzt geht es den Schrank ankragen. Wie du siehst, ein schicker Einbauschrank. Sich so einen neu anfertigen zu lassen, kostet natürlich einen Haufen Geld. Daher wollen wir das Ganze einmal schick lackieren. Den Farbton müssen wir uns gleich noch rausscannen, den der Kunde hier haben möchte. Und wir wollen das auch nicht nur einfach einmal übersprühen, sondern wir wollen das Ganze auch schick füllern, damit das mal eine richtig geile Oberfläche ergibt. Ich bin jetzt in meiner Werkstatt und hier kann ich die Türen vernünftig bearbeiten. Ich habe mir erstmal alles demontiert, was ich nicht brauche, Griffe, Scharniere etc. pp. Und nun kann ich dabei gehen, das erstmal vernünftig zu schleifen. Ich nehme hier einen Exzenterschleifer für die großen Flächen und auch meinen kleinen Rutscher hier. Damit komme ich nämlich perfekt in die Ecken rein. Die Profile muss ich natürlich einmal mit der Hand durchschleifen und dann können wir das allererste Mal lackieren bzw. erstmal primern und isolieren. Den Rest muss ich jetzt mit der Hand machen. Ich nehme dafür immer ganz gerne so eine Schleifschirme, die sind schön flexibel. Damit komme ich überall in die Ecken rein und dann muss ich das Ganze noch 5-mal wiederholen und dann können wir primen. Die Schleifarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt decke ich mir das Ganze hier schön ab, denn ich spritze das Ganze mit dem Airless-Gerät von der Firma Wagner, die SF23 Plus, gepaart mit Tempspray. Falls du die Videos noch nicht gesehen hast bei mir, verlinke ich dir die mal oben in der Infobox, daher unbedingt mal vorbeischauen. Richtig geiles Tool, da gehe ich aber gleich näher nochmal drauf ein. Lack benutze ich von Sickens, den BL Iso Primer. Damit spritze ich die Türen jetzt einmal vor, lass das vernünftig durchtrocknen, damit wir dann morgen schon, entweder gehe ich da nochmal mit einem Füller drüber oder nicht, das entscheide ich dann morgen, wie die Türen aussehen, aber ich denke mal eher nicht. War eigentlich der Plan, aber mal schauen. Ich spritze jetzt erst von der Rückseite, lass es kurz antrocknen, drehe die Türen einfach um und dann geht's von vorne weiter. Wir legen los, let's go! Hab mir jetzt alles abgedeckt, die Türen sind vorbereitet und jetzt muss ich nur noch die Maschine vorbereiten, Lack einfüllen und dann können wir mit der ersten Beschichtung anfangen. Ich habe hier zwei Düsen, einmal eine 2,12er und eine 2,10er. Ich werde mit der 2,10er anfangen, mal sehen, wie viel da durchkommt und sonst umsteigen auf die 2,12er. Wie gesagt, ich habe hier von Sickens den BL Iso Primer, den werde ich jetzt auch unverdünnt einfüllen. Tempspray werde ich auf 35 Grad stellen. Lack vernünftig durchrühren oder auch schütteln, eins von beiden. Man merkt gleich, wie schön warm das ist an der Pistole hier. Da ist der Lack. Du hast ja gesehen, Lack kam schon raus in den kleinen Extra-Eimer hier. Dennoch nehme ich die Pistole und lasse es dennoch einfach ein paar Mal durchlaufen, damit wirklich gar kein Wasser mehr im System ist. Und dann können wir auch loslegen. Der Isoprimer ist jetzt drauf, das muss vernünftig durchtrocknen. Das ist ganz wichtig bei so einem Isoprimer, damit er seine volle Wirkung entfalten kann. Der hält nämlich jetzt die Holzinhaltsstoffe fest, damit die bei der nächsten Beschichtung nicht mehr durchschlagen. Man sieht auch schon bei der einen oder anderen Stelle, dass es wieder ein bisschen gelb wird, aber wie gesagt, das ist ganz normal. Das passiert bei der nächsten Beschichtung nicht. Morgen geht es dann weiter. Maschine ist auch schon sauber. Die habe ich einmal mit klarem Wasser durchgespült, geht ganz fix. Erst recht, weil das Wasser immer schön warm da rauskommt. Daher geht es gefühlt immer noch ein bisschen schneller sauber. Und dafür ist die morgen schon wieder ready, wenn es dann aufgeht zur nächsten Beschichtung. So, der nächste Tag und die Türen sind vernünftig durchgetrocknet. Somit können wir den Lack auftragen. Der ist auch schon gekommen, der kam heute pünktlich, damit wir auch weitermachen können.
Sieht schon sehr, sehr gut aus. Man sieht jetzt noch mehr, dass es gelb durchgeschlagen ist. Und jetzt stell dir mal vor, da wäre jetzt die Endbeschichtung drauf, dann hätten wir wirklich kein schönes Finish, weil überall dieser gelbe Schimmer rauskommt. Daher, wie schon gesagt, sehr wichtig, diesen ISO-Primer aufzutragen. Guck mal, so sieht der Farbton aus. Ich finde den sehr, sehr schick. Ist aus der NCS-Karte, falls es jemand interessiert, S5000N. Also aufschreiben, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Und jetzt geht's los. Maschine vorbereiten und die Türen durchlackieren. So, ich nehme wieder von Sickens, diesmal den BL Resisto Spray. Ne, den habe ich mir antönen lassen. Der kommt jetzt in die Maschine rein. Einmal erstmal das wieder das Wasser rausholen, indem wir einfach den Lack einfüllen. Düse vorne abdrehen. Stecker reinstecken wäre auch noch wichtig. Und dann holen wir erstmal das Wasser aus dem Schlauch raus. Verlängerung draufdrehen und dann geht's schon los. Ich gehe jetzt das zweite Mal über die Türen. Die sehen schon richtig, richtig gut aus. Aber ich möchte mal eine etwas dickere Lackschicht drauf haben und Safety First, daher immer einen zweiten Gang. Die sind gerade so trocken, ist jetzt eine Stunde her und gehe jetzt das zweite Mal drüber. Und da ich die erst in 4 Tagen abgeben muss, die Türen, mache ich da jetzt nicht auf Krampf die Rückseite noch mit, sondern lasse das über Nacht trocknen, drehe morgen die Türen um. Dann bekommen Sie morgen nochmal 2 Gänge und dann sind die Türen wirklich perfekt. Der nächste Tag und ich habe ein bisschen umgebaut. Ich werde die Rückseite jetzt im Liegen spritzen, weil es kann mal sein, dass die halt oben beim Vlies ein bisschen festkleben. Das war hier auch der Fall. Das kann man aber ganz leicht einmal abschleifen. Ganz vorsichtig, nur dass die Fussel weg sind. Und dann ist alles wunderbar. Die sind jetzt hier auf Böcke und die anderen 3 kleinen sind auf dem Tisch. Sind soweit vorbereitet. Jetzt fülle ich noch den Lack in die Maschine ein. Dann bekommen die einen Gang und dann sind die auch fertig und können übermorgen angebaut werden. Das wirst du aber gleich noch sehen, wie es dann fertig aussieht. Ich hoffe, die Griffe sind auch schon da. Und dann ist es ein richtig schön schicker, nicht neuer, aber renovierter Einbauschrank. Hier in der Halle bin ich jetzt soweit durch. Jetzt kann der Lack vernünftig durchtrocknen, bis ich die Türen in 2 Tagen anbaue. Aber das wirst du ja gleich noch sehen. Ich habe auch gerade noch ein Kurzvideo gedreht, sprich ein Reel oder ein Short, wie die Maschine zu reinigen ist und wie lange das denn tatsächlich dauert. Hier die SF23 Plus mit Tempspray. Daher unbedingt den Kanal abonnieren oder schau auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Und diese Maschine stand hier auch noch in der Halle rum. Die möchte ich dir auch mal ganz kurz zeigen, wenn du sie noch nicht kennst. Die Wagner FC4000. Ein Akkugerät, 18 Volt, richtig geiles Tool. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht, verlinke ich dir oben in der Infobox. Unbedingt abchecken, wenn du mobil lackieren möchtest. Holzvertäfelung, eine Zarge, eine Tür, dein Gartenzaun oder. Richtig geiles Tool. Ich habe damit Heizkörper im Video lackiert. Unbedingt mal abchecken. So, für mich heißt es jetzt 2 Tage, für euch 1 Sekunde. Die Schranktüren sind eingebaut und ich bin mehr als happy. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Was hättest du getan? Hättest du nur einen Einbauschrank einbauen lassen? Hättest du die Türen auch lackiert? Wenn ja, mit Rolle oder mit Airless-Gerät? Und die Farbtonwahl würde mich auch mal interessieren. Wie findest du den Farbton? Oder hättest du lieber ein klassisches Weiß genommen? Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben. Ansonsten kannst du auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Ich würde das Video gerne beenden. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.